Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir befinden uns heute wieder auf S41.de auf dem neuesten Server mit dem Dämonenkrieger. Ja, ein kleines Status-Update meinerseits, was diese Klasse soweit angeht und noch ein paar andere sehr interessante Sachen. Und ja, wir fangen mal zuerst mal bei mir an. Also ich befinde mich immer noch in der Gilde. Ja, also ich wurde noch nicht rausgeworfen, noch ist es nicht so weit. Ich halte mich so einigermaßen, glaube ich, immer so an der Grenze. Ah, guck mal, hier ist einer, der hat nur 7,7er Ausbau. Zumindest kann ich mit dem Ausbau so einigermaßen vielleicht mithalten. Aber leveltechnisch geht das ja leider nicht. Ja gut, die anderen haben hier schon alle deutlich höheren Goldschatz und Lehrmeister. Und auch von... ja, von der Ritterhalle bin ich natürlich hier mit einer der Lowsten. Ja, und ja, bezüglich mein Sammelalbum bin ich jetzt auf 8,26%. Also hat sich ein bisschen was getan, aber es ist immer noch nicht genug, um großartig mithalten zu können. Natürlich auf Free-to-Play-Art und Weise gefüllt das Ganze bisher. Und in der Festung ist es mittlerweile so, dass, ja, also ich hab mir das Paket geholt. Also das Festungspaket, und da habe ich ja, da habe ich mich nicht lumpen lassen. Das wollte ich mir auch holen. Oh, ich bin, glaube ich, zu weit unten. Ja, also bisher habe ich 15 Euro oder wie teuer war das? Also die 5 Euro hatte ich ja am Anfang investiert und dann nochmal 10 Euro insgesamt. 15 Euro bin ich jetzt hier ja. Mit aufgestellt auf dem Server. Mehr hatte ich bisher noch nicht investiert gehabt. Und ja, durch das Festungspaket kam ja auch einiges hier an Ressourcen dazu. Deswegen habe ich jetzt auch noch nicht weiter hier meine Sachen ausgebaut gehabt, weil ich nicht möchte, oder zumindest Kaserne könnte ich eigentlich auch schon ausbauen so. Aber ich will versuchen, die Festungsstufe ritterhallenmäßig mitzuhalten. Deswegen momentan gerade nur die Festung, ja. Weil ich habe ja eh noch genug Ressourcen, und solange ich die habe, möchte ich auch keine Angriffe machen, weil mir sonst, weil ich sonst Gefahr laufe, dass mir das abgefarmt wird, ne? Und deswegen, ja, möchte ich das Ganze noch nicht machen, soweit. Jo, und so sieht das momentan bei mir hier aus. So, da gucken wir gleich nochmal Stärke, Ausdauer, aber plus 72 schon wieder. Das ist schon, ja, ich habe hier schon, also ich habe auch mich nicht mehr equipped weiter großartig, wie man das wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Das, was ich im Stream mir angezogen habe, das habe ich halt immer noch drin. Und halt, ja, ein, zwei Sachen, die halt mit neu dazu kamen. Und ja, deswegen, so werde ich erstmal weiter fortfahren hier. Was aber sehr interessant ist, auf jeden Fall, und das möchte ich auch unbedingt noch ein bisschen weiter beobachten, denn nämlich, bevor wir gucken, erstmal bevor es dann geht, gucken wir mal in die Rangliste, was hier so abgeht. Da haben wir auf der Nummer 1 momentan Dreamscape und Extreme. Grüße gehen raus an die beiden, die streamen auch regelmäßig auf Twitch, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, also sind da sehr aktiv. Und haben hier jetzt schon Stufe 209, 216, 217 ist hier, glaube ich, der höchste momentan gerade. Ja, die Berserker dominieren natürlich wieder den Server. Und was ziemlich interessant ist, neben unserem Server sind ja auch noch 4 weitere Server gleichzeitig online gegangen. Und das führt natürlich dazu, dass so eine Art Battle zwischen den ganzen Servern entsteht, und das ist ziemlich interessant, muss ich sagen, und zwar deswegen, weil wir ja die internationale Rangliste haben, die vielleicht der ein oder andere vielleicht gar nicht von euch auf dem Schirm hat, wie Regentropfen an einem warmen Sommertag, ja, dann hast du die nämlich auch nicht auf dem Schirm. Ja, hier unten sehen wir nämlich die ganzen neuen Server. Hier haben wir Sushi, der mit der den französischen Server vertritt, also das ist momentan der stärkste auf dem Franzosen Server S14. Dann haben wir hier Kovo auf S33 Tschechien, Pikachu haben wir hier in Ungarn, und dann haben wir hier Extreme, ja, von uns vertritt Extreme hier den deutschen Server, und dann haben wir King Pretzelev auf S38 Polen, ja, und das sind die Server, die ja alle gleichzeitig online gegangen sind. So, und das ist jetzt halt das Interessante, welcher Server ist von denen, die alle gleichzeitig gestartet sind, am stärksten. Dadurch, dass man sich ja jetzt in der internationalen Ehrenhalle auch battlen kann, sozusagen,
ist es ziemlich interessant, die ganzen Server gegeneinander antreten zu sehen und sich daraus denn einen Gewinner rauszukristallisieren, wer am stärksten ist, wer das höchste Level hat, ja, wer am besten geskillt ist. Und das möchte ich auf jeden Fall weiter im Auge behalten, weil das finde ich nämlich ziemlich interessant. Wir können uns ja mal einen Kampf von Extreme angucken. Also Extreme ist der, der unseren Server hier vertritt. Und da ist es halt, ja, es ist halt irgendwie so, es kommt so ein bisschen Weltmeisterschaft, WM-Feeling irgendwie auf, so. Oder EM-Feeling, dass irgendwie so Deutschland gegen Polen antritt oder, was weiß ich, Frankreich gegen Tschechien oder irgendwie sowas. Das finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen, ja. Weil ja alle Server die gleichen Voraussetzungen haben, dadurch, dass sie alle gleichzeitig released worden sind, ja, ist das ziemlich, ziemlich nice, das hier in der Rangliste zu sehen hier. Und wir gehen mal auf den Kampf von Extreme, ja. Das hier ist unser sozusagen. Also wir feuern quasi ihn an. Und unser hat jetzt quasi gewonnen gegen Pikachu, der auf. Ach nee, jetzt muss ich hier wieder ganz komplett runter. Pikachu war Fran nee, war Ungar, ja, also keine Chance, die 102 gegen 184, ja. Und dann können wir jetzt zum Beispiel mal auf den stärksten Polen gucken. Der müsste ja eigentlich gegen Extreme gekämpft haben, denke ich mal. Oder gegen Falsche Hase schon auf dem nächsten Server. Ja, der hat schon gegen den auf dem nächsten Server gespielt. Also ich weiß nicht, wer da gewonnen hat. Das kann mir bestimmt jemand in die Kommentare schreiben, der es beobachtet hat. Aber anscheinend, ich gehe mal davon aus, dass hier der Pole schon gegen uns Deutsche schon gewonnen hat, weil er auch ein paar Level über uns ist. Und dann quasi schon gegen den nächsten Server antritt, sozusagen. Ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher, ob das so stimmt, was ich hier erzähle. So, was man auf jeden Fall behaupten kann, ist, dass der deutsche Server und der Polen-Server mit Abstand momentan am stärksten sind. Und danach kommt halt der Ungare und Tschechien. Was mich wundert, Tschechien hätte ich auch gedacht, dass die ein bisschen stärker sind. Mit Frankreich sind dann auf den letzten Plätzen. Ja, ich wollte nochmal erwähnen, falls ihr das Ganze genauer analysiert haben wollt, macht momentan der Hanrizzle eine Analyse zu den Server und zu den Servern, also nicht nur zu den deutschen Server S41, sondern auch zu den anderen Servern, und da kann man das auf jeden Fall auch noch weiter verfolgen. Ich packe euch mal die ganzen Links in die Beschreibung, auch von Dreamscape und Extreme könnt ihr auch mal abchecken. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen, weil das hatten wir bisher gar nicht so gehabt hier in Shakes and Fidget bisher. Ich meine, gut, ich trage jetzt irgendwie leider nicht so viel mit dazu bei, dass, also, ne, irgendwie, also dadurch, dass ich hier mit in der Gilde von dem bin, der in der internationalen Rangliste, ja, für uns kämpft quasi, ist es ja auch wichtig, dass er eine gute Gilde hat. Und dann trage ich ja indirekt meinen Teil dazu mit bei, dass er quasi besser uns Deutsche in der internationalen Ehrenhalle vertritt. Heißt, ich habe bessere Ausbauten. Im Umkehrschluss heißt es auch, der Extreme bekommt bessere Stats, bessere Quests, bessere Edelsteine, ne? Und so ist das halt ein Geben und Nehmen immer so. Und deswegen fühle ich mich jetzt total schlecht, dass ich hier eigentlich noch in der Gilde bin, ja. Weil man ja auch deutlich stärkere Spieler von dem Server hier auch mit einladen könnte. Ja, hier SH ist auch sehr, sehr gut vertreten auf dem Server. Deswegen, da gibt es schon einige starke Leute hier, die man da auch noch mit reinsetzen könnte in die Gilde, was natürlich, wie gesagt, dann auch wieder sich in der internationalen Ehrenhalle bemerkbar macht. Ja, und wir werden das Ganze auf jeden Fall noch die Tage weiter beobachten. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, es kommt wirklich so eine Europameisterschaftsfeeling in mir hoch gerade, dass man halt die verschiedenen Nationen sieht, wie sie gegeneinander antreten in der internationalen Ehrenhalle. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Und gab es so bisher, glaube ich, auch noch nicht weiter irgendwie. Also das wäre mir auf jeden Fall zumindest neu. Wüsste ich jetzt bisher noch nichts. Und ja, dann hätten wir damit auch wieder noch einen weiteren Grund, warum der Server hier gerade so cool ist, ja. Nicht nur, dass halt sehr viele coole Leute hier auch mitspielen, sondern halt auch jetzt durch dieses Battle der Nationen,
Das hat, muss ich sagen, das hat Player Games oder Shakes and Fidget schon sehr raffiniert gemacht, dass sie das halt alle gleichzeitig starten lassen, so, ne? Und verschiedene Server gleichzeitig starten. Weil die hätten ja auch sagen können, komm, wir starten jetzt international W40, aber das wäre auch finanziell gesehen nicht sehr lohnenswert, weil wenn du eine neue Klasse rausbringst, dann willst du das natürlich auf 5 Servern spreaden, damit 5 Server mehr Geld in ihre Server pumpen, dadurch mehr Konkurrenz auf den einzelnen Servern ist, als auf einem Server gesammelt eine neue Klasse rauszubringen. Und ja, deswegen ist das halt auch einfach businessmäßig, denke ich mal, der bessere Move gewesen, ja, als international W40 rauszubringen mit der neuen Klasse. Und ja, dadurch haben wir jetzt halt so ein cooles Battle der Nation. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das die Tage noch für uns bereithält. Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice, muss ich sagen. Und ja, dann soll es das soweit von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.